Was geht ab, liebe Laufhelden? Ich bin wieder mal unterwegs, diesmal beim 10.000 Meter Europacup in Frankreich, nahe Rennes, ein passender Ort, um zu laufen. Und ja, wie schaut's aus? Wir sind gerade angekommen. Ja, im Zimmer, wieder auf der klassische Zimmerüberblick. Warum wir? Ich habe die Ehre, diesmal mit dem schnellsten österreichischen Marathonläufer aller Zeiten im Zimmer zu sein, mit dem Peter Herzog. Ja, das heißt, wie man sieht, ist es auch wieder so, dass ein bisschen, ja, das Corona nimmt ein bisschen ab von der Wahrnehmung her einfach. Und von dem her, ja, ist es so, dass man auch wieder doppelt besetzte Zimmer hat, vor allem mit Teamkollegen natürlich. Also ja, schauen wir mal. Es ist Donnerstag, es ist diesmal am Samstag der Wettkampf, das heißt, wir sind schon 2 Tage vorher. Es ist dafür auch schon knapp 8 Uhr am Abend. Wie man sieht, ist aber trotzdem noch sehr schön hell. Ich weiß nicht, ob ihr da einen schönen Ausblick genießt, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Okay, ich mache das irgendwie auf. Ja, wir sehen auf die Behindertenparkplatz. Ja, wurscht trotzdem. Wetter ist ganz gut, wie es ausschaut und am Wettkampftag hoffentlich auch. Es ist sehr fein, wenn es nicht zu warm ist für einen 10-Kilometer-Lauf. Ja, schauen wir mal, was noch alles passiert. Der Peter ist jetzt kurz auslaufen gegangen, darum ist er gerade nicht da und dann nerve ich ihn nicht mit meinen Aufnahmen am Anfang. Und ja, ich chill jetzt ein bisschen noch, bis er da ist, dann gehen wir essen. Und ja, bin schon gespannt, wie es dann ausschaut. Und für uns, ja, wir beide haben eigentlich anvisiert, das EM-Limit zu laufen da. Das wäre der große Plan, das liegt bei 28,15 über die 10.000 Meter. So, ja, das ist schon ganz knackig, aber schauen wir mal, wie es wird. Wir, ja, leben uns jetzt noch kurz ein, der Peter kommt dann zurück vom Laufen und dann schauen wir mal zum Abendessen und haben dann morgen noch den ganzen Tag für uns, ja, um ein bisschen reinzukommen, um zu erholen. Und wie gesagt, übermorgen dann der Wettkampf. Das war's mal. Schauen wir, was noch passiert. Herzlich willkommen von Tag Nummer 2. Ich oder wir sind gerade zurück vom Training. Jetzt sitzt einmal den Peter Chilt. Er sitzt da, ich weiß nicht, wieso er sitzt am der Handysüchtler, weil dort ist eine Steckdose. Und dann kann er sich die Reels reinziehen den ganzen Tag, das Opfer. Und nein, wir sind vom Training zurück. Wir haben jetzt einen ganzen Tag gehabt vor dem Wettkampf. Wir haben nichts gemacht. Wir haben gegessen und geschlafen eigentlich. Ja, sonst war nicht viel. Richtig zart, aber wir haben es geschafft, 35 Minuten laufen mit Steigerungsläufen. Das war schon ziemlich stark. Und ja, das war es eigentlich für heute. Also es wird noch sehr zart, es ist jetzt 19 Uhr, morgen ist dann erst um 20 Uhr irgendwas, 2010, 2020 der Lauf. Das heißt, wir müssen noch knapp 24, 25 Stunden jetzt rüberbiegen mit herumliegen und essen und nichts tun. Wobei, ich habe ein bisschen Videos bearbeitet, habe ein bisschen so Newsletter und so rausgehauen. Aber es ist schon sehr zart, wenn man als Läufer so richtig warten muss auf den Wettkampf. Dafür wird es wahrscheinlich richtig geil. Es ist jetzt wirklich schön geworden, wie man sehen kann. Untertags war es eher mäßig, also jetzt aus Wettersicht allgemein bedeckt und ein bisschen regnerisch. Aber für einen 10-Kilometer-Lauf kann es sehr geil werden. Und die Luft ist recht kühl und frisch, das passt ganz gut. Und schauen wir mal, was das wird. Das heißt, wir gehen jetzt nur noch futtern fürs Abendessen und dann pennen wir. Also eh das, was wir den restlichen Tag auch gemacht haben. Ja, schauen wir mal, wie es morgen noch wird. Aber das war es im Prinzip vom zweiten Tag. Das heißt, es hat Schlafen, Essen, Mittagsschlaf, dazwischen nochmal ein bisschen genascht, dann 35 Minuten Laufen mit Steigerungslauf, ein bisschen dehnen und so. Und ja, Abendessen, das war's. Und ich melde mich morgen vom Wettkampftag wieder. Außer es passiert was Geiles, bezweifle ich. Schauen wir mal. Bis dann.
Jo Leute, der Wettkampftag ist da. Ich bin schon am Wettkampfort jetzt angekommen. Ja, der Wettkampftag selber ist auch immer sehr fad. Das ist ein Hinwarten, bis das Rennen endlich da ist. 20 Minuten auslaufen war ich mit dem Peter am Vormittag. Und ja, jetzt sind wir da. So schaut das Ganze aus. Das ist der Offline-Bereich, da drüben haben wir ein Zelt, wo man sich halt reinsetzen kann, wo man, wenn man noch warten muss, ich hoffe, es ist nicht zu laut, weil da ist gerade das Frauen-B-Rennen, glaube ich. Ja, und da hinten, das kennt ihr vielleicht von meinen anderen Videos, gibt es einen Callroom immer. Das heißt, man geht nicht einfach selber irgendwie zum Start und steht an der Startlinie, sondern man muss in dem Fall 25 Minuten spätestens dort sein, dann geht man gesammelt zum Start rüber, da wird auch kontrolliert, weiß nicht, die Schuhe, die Startnummer, das Leiberl, ob alles passt. Und ja, wie man sieht, gut zur Wege, also da sind die Dings, da ist der Column und da geht man nur. Und da drüben ist dann eh schon das Stadion, also das geht alles zack zack. Und ich werde wie immer jetzt einfach noch ein bisschen chillen. Wetter ist ganz gut, es ist sonnig, aber nicht zu warm, relativ windig. Aber ich hoffe, das wird passen durch ja, die große Gruppe, in der wir sein werden. Da kann man hoffentlich ein bisschen Windschatten mitlutschen. Und ja, was auch ganz cool ist, es gibt da wieder die Lightwave-Technologie. Das ist das, wo die Lichter mitlaufen. Und es gibt für verschiedene Geschwindigkeiten, also was ich weiß, haben sie für 27,25, für 27,50 und für 28,15 jeweils die Lichter eingestellt. Das heißt, es ist schon eine Hilfe, wenn man unter Anführungszeichen nur den Lichtern nachlaufen braucht. Und ja, ich hoffe, das passt dann ganz gut. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen chillen, dann so eine Stunde vorher circa aufwärmen gehen, dann geht es in Column, dann werden wir hingeführt und ja, dann geht das Rennen eh schon los. Ich hoffe, ich kann mich gut einfinden. Ich glaube, es wird eine riesige Gruppe werden. Es sind 36 Leute am Start im Rennen und ein großer Teil davon wird so in dem Bereich sein vom EM-Limit, wo ich auch laufen will. Also ja, bin schon sehr gespannt, wie sich es dann ergibt mit der Gruppe. Aber ja, wird sicher ein geiles Rennen. Die Form ist auch gut. Bin schon sehr gespannt. Ja, Bilder sollte ich euch zeigen können vom Rennen. Also ja, wie immer ziehe ich mich jetzt dezent zurück und zeige euch dann Bilder vom Rennen, melde mich danach, wie es gewesen ist. Und ja, bis dahin, oder bis dahin, ihr seht das eh gleich, viel Spaß und ja, genießt das Rennen. Ich bin schon wieder zurück im Hotel. Ja, hat ein bisschen gedauert, es war nicht so einfach. Wir sind zurückgekommen vom Wettkampf und aus irgendeinem Grund hat es das Hotel geschafft, nicht mehr Abendessen bereitzustellen. Das heißt, wir sind um 10 Uhr dann wieder im Hotel angekommen. Das Restaurant war schon zu, es hat nichts zu essen gegeben. Und jetzt sind wir zu irgendeinem Burgerladen rübergegangen und dann ja, haben wir um 23 Uhr gegessen. Jetzt ist es Mitternacht, mittlerweile um 5 Uhr kommt dann der Shuttle, das heißt, das wird eine kurze Nacht werden, aber ja, noch kurz zum Rennen, ich hoffe, ich habe euch ein paar schöne Bilder zeigen können. Es hat auf jeden Fall gepasst, das EM-Limit habe ich mir holen können und eine neue Bestleistung von 28,06, das heißt, das hat gut gepasst. Ich habe mich das ganze Rennen eigentlich
ja, sehr schön orientieren können. Also das hat auf jeden Fall geholfen, diese Lightwave-Technologie da, wo man ganz einfach die Lichter sieht auf der Seite. Sie haben eben für verschiedene Tempobereiche das Licht gehabt und ich bin eigentlich immer dem 2815 EM-Limit-Licht gefolgt und ja, hat gut funktioniert, habe dann im Prinzip eigentlich nur die letzten 500 bis 1000 Meter beschleunigt und habe so dann gut die Zeit rausholen können. Das hat also auf jeden Fall gut gepasst und jetzt kann ich natürlich ein bisschen kontrollierter die verbleibende Saison planen mit dem EM-Limit in der Tasche. Und ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich noch zusammenbringe, euch von der Reise irgendwas zu sagen. Ich werde wahrscheinlich komplett tot sein. Also, puh. Ja, wahrscheinlich werde ich ungefähr 4 Stunden schlafen, wenn überhaupt. Also wird eine sehr kurze Nacht. Aber ja, ansonsten war es ein gelungener Europacup. Ja, ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen was zeigen können. Auf jeden Fall ein Like da lassen. Würde mich sehr freuen. Und schauen wir mal, mit was für Wettkämpfen es dann weitergeht. Aber ja, danke euch einmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch in der Zwischenzeit alles Gute beim Laufen, bei eurem Training. Und ja, wir sehen uns dann wieder in den nächsten Videos. Vielleicht gibt es noch ein paar Bilder, vielleicht nicht. Vielleicht penne ich einfach nur. Danke euch, bis dann.